Nochmal ein Grüß Gott von der Illa. Ja, nach einer 13 Euro teuren Nacht auf dem Campingplatz. Ach, richtig gut geschlafen, muss ich sagen, richtig gut. Denn ich habe noch nicht mal das Überzelt rübergepackt. Eigentlich nur direkt unter das Unterzelt. Das hat gelangt. Es war eine warme Nacht, richtig schön. Richtig tief geschlafen habe ich. Vielleicht entspannt jetzt, da ich jetzt alles geschafft habe, was ich vielleicht vorgenommen habe. War richtig schön, ja, wie man sieht, Fahrrad ist noch dreckig, es lohnt sich, es ist heute immer noch staubig, aber es fehlen Taschen. Ja, ich war beim Auto, das war ja nur 5 Kilometer entfernt, habe da alles rausgeschmissen, habe den Rest so ein bisschen auf die zwei Taschen verteilt, sind beide nur so halb voll ungefähr, aber ich habe auch nochmal die Badeschuhe mitgenommen und ein Handtuch und sowas, falls man ja doch nochmal die Füße abkühlen möchte. So, 9:15 Uhr. Richtig früh, richtig schöner Morgen. Bin hier gerade noch am Frühstücken so ein bisschen, habe mir nochmal schnell was vom Bäcker geholt, was man sich so zu Leibe tragen kann. Aber die letzten, weiß nicht, 52 Kilometer, das ist ja noch ein Katzensprung, das ist ja nicht mehr viel bis Ulm. Also das werde ich schaffen. Der letzte Urlaubstag bricht an. Ja, die Zeit, die läuft zu schnell. Aber heute kann ich ja nochmal genießen. 52 Kilometer ist ja keine Welt. Gestern war es 100, fast genau die Hälfte. Ja, wenn man da ankommt in Ulm, kann man sich das ja dann auch noch mal angucken. Und dann geht es zurück mit dem Zug hier nach Memmingen und dann fahre ich nach Hause. Ja, 900 Kilometer Anfahrtsweg. Ja, aber egal, vielleicht mache ich noch eine Zwischenübernachtung im Auto, wer weiß. Habe ich bei der Herfahrt auch gemacht, das ist so entspannt. So geht das richtig gut. Also, ja, ich sag mal, ich esse jetzt noch auf und dann geht's los. Also wird bestimmt schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. So, das erste Highlight, die Brücke der A7 über die Iller. Nicht unbedingt ein Highlight. Aber hier wird gerade ein Kunstwerk errichtet, hier mit einem Steinmännchen aufgebaut. Das ist ja auch mal was, sieht auch witzig aus. Ja, ich habe jetzt noch genau 50 Kilometer bis zum Ulmer Münster. Der Fluss aber nur noch ein bisschen mehr wie 46, also ja, ein bisschen länger. Voll fies, aber na egal. Aber warm ist es, ja, ich will gar nicht über die Wärme reden, das fängt jetzt schon wieder voll an, wo man hier in der Sonne steht. Aber naja, das nächste Örtchen oder was jetzt kommt, Kirchdorf in 7 Kilometer. Was ich mir noch gemerkt habe, ist Illertissen, das kann man sich gut merken, kommt auch noch. Und noch ein paar andere bedeutende Orte, okay, vielleicht nicht bedeutende, kommen auch noch dazwischen. Wenn man immer am Fluss fährt, wird man die vielleicht auch gar nicht sehen. Ja, mal schauen, was jetzt so kommt, ob das hier so bleibt mit so einem Weg immer direkt am Fluss. Aber wie man sieht, natürlicher Fluss, ist es nicht mehr total verbaut, überall diese Stufen drin. Naja, eigentlich fast nur ein Kanal, aber trotzdem, man kann ja immer doch mal wieder ran und seine Füße zum Beispiel baden. Naja, weiter geht's. Ja, so richtig zum Paddeln, glaube ich, ist die Iller nicht. Immer so große Stufen drin. Ich glaube, da will keiner aussteigen mit dem Boot. Und sonstiges gibt es ja auch nicht. Also
Sieht hier ganz schlecht aus. Da wird das Wasser jetzt abgeleitet. Ich schätze mal zu irgendeinem Kraftwerk, Wasserkraftwerk. Einfach so ein Betonkanal, zack. Die Ille ist da drüben. Da vorne ist schon die ganze Zeit die laute A7. Ja, was soll ich sagen? Ich fahre hier auch vorbei Richtung Norden. Ja, idyllisch ist das jetzt hier nicht. Aber wir wollen ja auch alle Ökostrom haben. Da gehört sowas ja auch dazu. Da hinten ist Kirchdorf. Das habe ich verpasst. Naja, Illertissen müssten jetzt noch 17 Kilometer sein. Aber man fährt ja doch irgendwann alles vorbei hier. Wenn man sich hier auf die Karte das anschaut, passiert da jetzt nicht mehr viel. Es geht immer nur geradeaus. Also so wie man hier sieht, bis Vöhringen. Nur geradeaus. Ich würde sagen, die Karte hatte recht, es geht immer geradeaus. Ich bin jetzt hier Höhe Illertissen, war schnell an der Tanke, aber in Dietenheim ist das gewesen auf dieser Seite. Ja, die trennt sich da auch, ist auch so ein bisschen Grenzfluss hier, die Iller. Hier, wo ich bin, ist Baden-Württemberg, auf der anderen Seite ist Bayern. Illertissen liegt in Bayern. Boah, das ist, ja, so langsam fängt das an, alles zu brennen. Boah, ein bisschen Hunger habe ich bekommen, also schnell an der Tanke, kaltes Getränk und so ein Brötchen mitnehmen. Dann gibt es noch mal ein letztes, zweites Frühstück auf dieser ganzen Reise. Wenn ich bedenke, ich habe jetzt 700 Kilometer auf dem Tacho. Wenn ich von Oberstdorf losgefahren wäre in Richtung nach Hause, wäre ich schon fast oben, wäre ich schon fast in Schleswig-Holstein, wäre ich jetzt kurz vor Hamburg. Was man alles erreichen kann. Das war ja keine einfache Tour, war ja jede Menge Höhenmeter dabei. Also es ist alles möglich in einer Woche. Also kann man sich immer überlegen. Ja, aber hier, der Weg an sich ist ja schön, aber ist ja fast wie Kanal fahren oder Bahntrassen fahren. Es passiert nicht viel. Highlights sind vielleicht noch die Wehrs, die hier
hier den Fluss ein bisschen absperren und wo es runterfällt. Mal eine Brücke. Die Orte sieht man nicht. Ja. Aber die letzten 25 Kilometer schaffe ich jetzt auch noch. Jetzt werde ich noch dafür was essen. Ja, Föhringen kommt in 9 Kilometern. Und dann ist Ulm ja auch gar nicht mehr so weit. Vielleicht kann man ja irgendwann mal schon mal vorher das Ulmer Münster sehen. Mal schauen, wie es jetzt gleich nach der Pause weitergeht. Weil viel sehen tue ich hier nicht. Ist immer alles grün zum Wasser. Das ist auch fast ein Stillstand da drin. Also super schön ist das nicht, aber zweckmäßig. Jetzt befinde ich mich auf Höhe von Föhringen. Ja, und hier ist jetzt mal die letzte Strecke auf der Karte verzeichnet. Das ist ja auch toll. Es sind immer wieder solche Informationstafeln hier, wo es längs geht. Ja, es geht hier längs überall wieder ziemlich geradeaus. Hier geht es mal durch den Ort. Ja, und dann ist man, zack, ist man doch schon da in Ulm. 19 Kilometer nur noch. Ah, es ging wieder schnell. Noch so früh. Ja. Weiter geht's. Interessant ist es gerade nicht, aber zum Radfahren eigentlich auch wieder völlig okay. Muss ja nicht mehr sein, aber man bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung, aber sonst ist das bis jetzt eigentlich ganz gut. Erstmal eine Kirche am Wegesrand. Jetzt brechen die letzten 10 Kilometer der Reise an. Oh, warm ist es so schön. Es ist hier nicht so heiß hier am Wasser. Es ist richtig schön. Und der Weg geht geradeaus, aber dieser Schotter, der geht einen jetzt so auf den Zwirn. Ist auch nicht glatt. Er ist mal grob, weich. So richtig planiert ist er nie. Pfützen, ausgetrocknet natürlich. Und natürlich der Staub. Boah, das Rad sieht aus und langsam fangen die Beine auch schon wieder an, dreckig zu werden. Auf Lamsang ist man auch froh, dass dieser Weg zu Ende ist. So wie es aussieht, geht es immer noch so weiter auf Schotter.
Und plötzlich gibt es jetzt auch noch was zu sehen. Das Kloster Wieblingen. Eine riesige Anlage hier. Aber hier drin steht auch die Hitze. Boah. Eine große Basilika. 20 nach 12 bin ich hier. Jetzt ist es auch nicht mehr weit bis Ulm. Jetzt kommt erst eigentlich das erste Highlight auf der Strecke. Naja, okay. Das nächste ist wahrscheinlich das Ulmer Münster. Das ist ja auch nicht mehr weit. Hier ist nun die Mündung, Kilometer 0,0 der Iller in die Donau. Aber wie man sieht, ist die Iller hier eigentlich größer als die Donau. Aber der Name Donau bleibt ja denn. Und dann geht es ab ins Schwarze Meer, aber das sind noch tausende von Kilometern von hier. Und die 146 Kilometer, die ich jetzt bestritten habe auf den Iller Radweg. Aber vielleicht hat man es gemerkt, so richtig begeistert war ich nicht. Wenig Highlights, eintönig. Viel Schotter, der nachher doch einen ganz schön zermürbt hat. Bin jetzt froh, hier zu sein, dass es zu Ende ist sozusagen. Ein Fazit kann ich nur sagen, gut ausgeschildert ist auf jeden Fall, weil viel Abzweigung gibt es nicht. Aber trotzdem muss man aufpassen, plötzlich geht es ja doch mal woanders längs. Man könnte auch immer an der Iller fahren, glaube ich. Da ist immer ein Weg, aber der Illerweg macht immer noch mal so durch ein paar Auwälder oder so. Aber große Highlights nicht. Das beste Stück ist natürlich das erste, wenn man links und rechts noch die hohen Berge hat. Den Kopf vielleicht noch campen und den muss ich sagen, ist hier nicht mehr viel. Also ich muss sagen, nochmal unbedingt fahren würde ich den nicht. Natürlich von Oberstdorf Richtung Norden zu fahren, natürlich ideal, aber nochmal extra dafür herfahren auf jeden Fall nicht mehr. Es war sehr eintönig, es ging alles, das war wenigstens schön frisch immer hier am Wasser bei dieser Hitze hier, aber wie ihr seht oder wie ihr hört, also richtig begeistert war ich nicht. Ich habe es jetzt abgeschlossen, besonders auch jetzt diesen ganzen Urlaub, die sieben Tage Tour. Also ich kann nur sagen, Iller Radweg kann man fahren, muss man aber nicht. Es gibt bestimmt schönere. So viel dazu. Ja, zu meinem ganzen Urlaub jetzt, Radrunde Allgäu, Iller Radweg. Es hat ja eigentlich fast alles geklappt. Eine Panne. Ich fahre jetzt noch in die City natürlich, gucke mir nochmal das Ulmer Münster an, dann geht's auf die Schiene Richtung Memmingen und dann ab auf die Autobahn Richtung Norden. Aber so wie es aussieht, auch zeitmäßig aussieht, werde ich immer nochmal ein Nickerchen machen zwischendurch. In einer Tour schaffe ich das nicht. Ich habe ja heute auch noch wieder was geschafft. Es sind jetzt ja, fast über 700 Kilometer, ein paar zerquetscht geworden in sieben Tagen. Es ist richtig optimal gelaufen, bis auf diese eine Kleinigkeit mit der Bahn, das zwischen Memmingen ja, und Kempten Baustelle war. Und so konnte ich nicht mit dem Zug dahin fahren und in Oberstdorf übernachten. Das wäre noch perfekt gewesen, das wäre der allerperfekteste Radurlaub gewesen. Aber es sollte nicht sein, es war trotzdem alles so schön, wie es gelaufen ist. Wetter kann ich mich nicht beschweren, es hat einmal geregnet, ja, einmal am Foggensee in der Nacht, aber nur ganz leicht. Das war völlig toll, die paar Wolken. Jetzt könnte man schon fast erleichtert sagen, gut, da waren noch Wolken, weil da waren ja doch Steigungen drin und dann, wenn das so heiß gewesen wäre wie jetzt. Boah, aber es war ein klasse Radweg, also diesen Radrunde Allgäu kann ich nur empfehlen. Vielleicht in 5 Tagen richtig heftig, eher mehr einplanen, aber es war richtig traumhaft.
Dieser Radweg habe ich jetzt abgehakt, war auch schön zu fahren, aber nochmal muss ich, wie gesagt, nicht haben. Aber diese Reise, so wie sie war, diese 7 Tage, eine Woche optimal ausgenutzt. Ich muss sagen, Mitte zu Ende der Radrunde Allgäu war ich ein bisschen kaputt, aber jetzt wären die Beine, glaube ich, für mehr bereit. Jetzt wird man richtig fit, aber jetzt ist Schluss. Leider keinen längeren Urlaub, ich muss ja noch zurück, der schlaucht auch noch. Das werde ich trotzdem ganz ruhig angehen, wie gesagt. Also, ich mache hier noch nicht Schluss, denn ich werde jetzt noch reinradeln natürlich in die Stadt. Das Ulmer Münster ist, ist der absolute Endpunkt. Ja, und dann geht's nach Hause. Also, ich glaube, da melde ich mich nochmal von Ulmer Münster. So, da ist jetzt das gewaltige Ding. Jetzt stehe ich auch hier vor. Nun ist endgültig Schluss. Ja, nach 730 Kilometern in 7 Tagen. Unglaubliche Reise. Richtig schön. Ja, also kann ich jetzt auch sagen, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin moin. Oder wie man hier sagt. Servus. Tschüss.